Ey, was geht, Leute? David von iDesignish hier. Wie ihr am Titel sicherlich schon lesen könnt, geht es heute um das Thema allgemeine Intros. Ob das was kostet, was es kostet und so weiter und so fort. Ich werde ab und zu öfter mal, beziehungsweise am laufenden Band sogar, gefragt, ob ich denn Intros erstelle für andere, was das denn kostet und wie das alles so geht. Und heute will ich das doch mal klären. Wie einige von euch wissen oder auch nicht, bin ich seit Februar 2015 selbstständig als Grafikdesigner. Dementsprechend muss ich Rechnungen schreiben, Steuern zahlen und habe allgemein Ausgaben, die ein Selbstständiger immer hat. Daher könnt ihr mir sehr gerne Anfragen schicken über Facebook oder über meine E-Mail-Adresse idesignish@web.de, alles in der Videobeschreibung. Allerdings bin ich ein bisschen, wenn einige Leute kommen und sagen, hier, ich gebe dir 5 Euro PaySafeCard, mach mir mein geiles Intro. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich lange an so ein Intro beschäftigt, kommt auch drauf an, was für eins, aber ungefähr 2 bis 3 Stunden, ab und zu mal auch mehrere Tage, da ich es sehr individuell mache und wenn es dann was zu ändern gibt, dann ändere ich das natürlich alles und mache das, bis es euch gefällt und ihr happy seid und alles ist schön. Daher ist es ein bisschen unpassend, wenn Leute ankommen und sagen 5 Euro PaySafeCard, 10 Euro PaySafeCard. Ich mache es zwar nicht professionell, das heißt, ich habe es nicht studiert. Einige Leute vielleicht sagen, okay, ich bin ganz gut. Allerdings, wie gesagt schon, ich habe es dann nicht studiert oder gelernt oder irgendwas dergleichen. Daher nehme ich jetzt keine 100 Euro, wie wenn ihr jetzt irgendeinen Designer beauftragen werdet. Allerdings kann ich nicht unbedingt viel anfangen mit 5 Euro oder 10 Euro als PaySafeCard. Mal abgesehen davon ist es halt einfach ein scheiß Stundenlohn und ich muss ja auch von irgendwas leben. Und mit den ganzen Abzügen ist es einfach Käse. Daher hört bitte auf mit euren Anfragen nach dem Motto 5 Euro PaySafeCard, 10 Euro PaySafeCard. Und vor allem das Geile ist ja, ihr wollt es dann immer noch vorher haben und dann, wenn es euch gefällt, gebt ihr mir die 5 Euro PaySafeCard. Ist jetzt nicht unbedingt so angebracht. Meine Preise sind natürlich individuell, ich kann euch das nicht genau sagen. Deswegen schreibt mir einfach eine Mail und überlegt einfach, was ist es euch wert. Oder wenn ihr jetzt jemanden anderen haben würdet, was würdet ihr denen geben. Daher, wenn ihr Bock habt, schreibt mich an und ansonsten kann ich mit PaySafe eh nichts anfangen.